Hallo liebe Abonnentinnen und Abonnenten, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. Auch ein herzliches Willkommen an all die neuen Abonnentinnen und Abonnenten, die ich inzwischen hinzugewonnen habe. Wenn die Statistik richtig ist, dann waren das 21 also in den letzten 28 Tagen. Vielen Dank fürs Abonnement. Und heute kam die Post und brachte mir ein Päckchen. Ich weiß aber, was drin ist, denn ich habe es ja selbst bestellt. Wir packen trotzdem gleich gemeinsam aus, nachdem ich euch meine neuesten Übungsstücke gezeigt habe. Beginnen wir mal mit etwas sehr Seltsamem, nämlich mit diesem Teil. Als ich neulich in der Schule meinen 13ern gesagt habe, ich würde was für sie tun, hatte ich dann auch mal einen Sack Wolle dabei und ganz tief unten drin war dieses Teil. Da wusste ich gar nicht, dass ich sowas besitze, habe ich sicherlich mal geerbt. Ist ein Effektgarn. Es ist rosa. Naja, jedenfalls habe ich trotzdem mal versucht, was damit zu machen, mit einer übergroßen Nadel und mit einem Pfeilmaschenmuster. Also es ist eigentlich, die Anleitung, die auf der Bravo Big von Schachenmeier hinten immer drauf ist. Also irgendwie Masche, Umschlag und dann in der nächsten Runde den Umschlag fallen lassen. Und ursprünglich sollte es mal ein Infinity Schal werden. Ich weiß aber nicht, ob das Ding jetzt lang genug ist, um es zusammen zu machen. Ich habe einfach mal aufgehört, weil es hat sich ja schon wiederholt. Ich wollte ja eigentlich noch mal sehen, wie das mit dem Farbverlauf aussieht. Also rosa und lila und noch mehr rosa und weiß und noch mehr lila. Vielleicht noch mal von nah dran. Es ist jedenfalls super, 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 super weich und warm. Wenn es jetzt nicht rosa wäre, würde ich es vielleicht sogar tragen. Aber naja, rosa und ich. Wollte ich euch nicht vorenthalten, habe ich mal probiert. Nehme ich vielleicht auch mit in die Schule, damit ihr es mal anfassen könnt. Vielleicht wird es ja einer haben. Vielleicht mache ich es auch noch fertig hier mit dem langen Faden, den ich hier noch habe. Und mache doch einen Infinity Scarf draus. Wie heißt denn das in Deutsch? Ein Schlauchschal. Manchmal. So, dann hatte mir eine Schülerin gnädigerweise die Wolle gleich mitgegeben. Das ist Bravo von Schachenmeier in der Farbe, weiß ich nicht, die hat irgendeine Nummer. Das ist irgendwas mit Tweed auf jeden Fall. Ich glaube, hier stehen immer nur die Nummern drauf. Ja, Farbe 00002. Davon ist auch noch ein ganzes Knäuel übrigens übel. Das hier und noch ein ganzes Knäuel und das andere hier ist die Farbe 08197. Ich würde sagen braun. Bravo von Schachenmeier und das ist kein Übungsstück, das ist ein fertiger Hut. Sie wollte, wie ich euch ja letztens, Tüte ist weg, ich lasse mal fallen. Sie wollte ja, wie ich letztens gesagt habe, naja, ihr wisst nicht, dass sie es ist, aber es ist eine von den beiden Schülerinnen, die auch diesen Fuck the Cold Hut haben wollten. Et voilà, da ist er nun. Ja, ist ein bisschen dichter als bei dem anderen Hut. Ich habe nämlich auch eine Nadel, ich muss mal wieder näher ans Mikrofon ran. Ich habe eine Nadel kleiner genommen für diesen Hut, für die Bravo-Wolle, weil sie 2 cm weniger Kopfumfang angegeben hat oder warum auch immer. So, hier spielen die Elche. Und nun fehlt nur noch der weiß-rosafarbene Hut, wo aus den Elchen Einhörner werden sollen. Also der geht nächste Woche raus. So, was noch? Ich habe ein Stirnband, auch mit Bravo-Wolle übrigens, in irgendeiner Rotfarbe, kann ich nicht mehr sagen, müsste ich erst im Internet nachgucken. Habe ich mal geübt, eine Schülerin möchte also hier so ein verdrehtes Stirnband haben. Ich zeige auch mal die Innenseite, die sieht nämlich nicht so schick aus, aber na gut, die sieht man ja sowieso nicht. Ich weiß nur, aber es kommt gar nicht richtig raus hier, ich zeige euch mal die Stelle, die mir Kopfschmerzen bereitet, das ist nämlich diese hier. Da sollte man am Ende immer als Randmasche rechte Masche von beiden Seiten machen und das gibt so ein Knötchenmuster. Werde ich dann beim echten Teil nicht machen. Das ist dann in Grau, die zeige ich euch gleich, die Wolle, die wird hoffentlich in dem Paket drin sein, so dass es dann auch von innen ein bisschen schicker aussieht. Also richtig schick kriegt man es, glaube ich, von innen nicht, aber ja, mit Bravo gemacht. Ist scheinbar auch nicht ganz mittig. Habe ich mich wohl vermessen. Naja, ist egal. Ist ja eh nur das Übungsstück. Dann weiß ich beim nächsten Mal ja Bescheid.
Sondern das nächste, was ich unbedingt üben wollte, waren diese Katzenhüte. Und da habe ich mal eine Häkelanleitung mir rausgesucht, weil die auch diese rosafarbenen Ohren da rein macht. Das heißt, das ist ja. Noch mal von vorne, was rede ich denn hier? Das hier ist jetzt erstmal nur das Grundgerüst. Da ich die rosa Wolle ja nur, also erst hier in meinem Paket drin habe, konnte ich ja hier noch keine rosa Katzenöhrchen ranmachen. Aber, also ich habe das Eisjarn benutzt, was ich auch für meine Strickjacke hatte. Und das ist so fest und also ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das am Ende gefällt. Und nein, ich setze das nicht auf. Ihr wisst, ich trage keine Hüte. Aber zum Glück gibt es ja noch Strickanleitungen für Katzenohren. Katzenohren für Katzenhüte. Gerade fertig geworden, da hängt noch das Garn hinten dran. Meine Reste von Bravo Big, die ich erst aufgebraucht habe. Zum Glück gibt es gerade einen neuen Bravo Big unten im Karton. Werden wir gleich auspacken, packen wir gleich aus. Will nur noch mal diese Mütze zeigen. Ich glaube, das Modell werde ich dann wohl machen für die beiden Mädels, die ihre Katzenohren haben wollen. Ja, dann natürlich in einer anderen Farbe oder vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht nimmt mir ja einer das auch in Dunkelblau ab. Und dann einfach hier noch ein bisschen Rosa rein und schon ist gut. So, aber ist noch nicht alles. Denkt nicht, dass wir schon ans Auspacken gehen. Nein, 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 nein. Ich habe noch was anderes gemacht, weshalb da hinten auf dem Bett auch, also dort hinten auf dem Bett, auch noch meine Tasche mit all dem ganzen Garn, wo ich nicht weiß, wohin damit, rumsteht. Und zwar habe ich mich an einem Amigurumi versucht. Ja, das ist er nun. Ich habe ganz schön geschwitzt hier. Nadelstärke 2. Glaube ich, 2 oder 2,5 in diesem verbogenen Design mit Schachenmeier Catania in 4 verschiedenen Farben oder sogar 5, wenn man das Schwarze mitzählen will, in 5 verschiedenen Farben. Einmal hellbraun, dann dieses Gelb, Weiß, dieses Rostrote für die Füße, naja, und das Schwarze. Der guckt so vorwurfsvoll, weil alles schief ist. Die Flügel sind schief, die Augen sind schief, die Nasenlöcher sind schief, der Mund ist schief und sogar die Füße sind schief. Aber er steht von alleine und ich habe mir jetzt hier zur Erinnerung auf mein Fass mit den Tinten oder das Glas mit den Tintenpatronen gestellt und weiß also, wenn ich den nochmal mache, dass ich mehr aufpassen muss, wo ich die Flügel anbringe und naja. Jedenfalls ja, ist das ein Amigurumi, was ich gemacht habe, weil... Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte. Ein paar Schüler haben ja nicht gesagt, was sie haben wollen. Da habe ich gedacht, okay, dann machst du denen eben einen Amigurumi-Schlüsselanhänger. Ich finde den zu groß als Schlüsselanhänger, deshalb ist da kein Ding zum Hängen dran. Aber kleiner kriege ich ihn auch nicht hin, weil ich habe keine kleineren Haken. So, lass uns auspacken. Wo ist die Schere? Auf geht's. Lass uns den Karton knacken. Na, das hätte ich auch vorbereitet haben können, was? Die Spannung steigt, die Spannung steigt. Jetzt nicht bei mir, ich weiß ja, was drin ist. So. Noch nicht richtig auf. So. Und die Rechnung wahrscheinlich. Oh, alles schick in einer Tüte. So, hole ich mal raus. Ist ja diesmal nicht so viel. Und knistert auch nicht so viel, weil nicht so viel extra eingepackt ist. Es ist, glaube ich, alles Schachenmeier. Ich mag halt Schachenmeier. Wo ist die Brille? Wo ist die richtige Brille? Ist das die richtige? Wo ist die falsche? Ja. Das ist ja jetzt sehr unangenehm. Okay. Also nämlich die Brille, kann ich zwar nicht alles lesen. Hier haben wir Schachenmeier Merino Extra Fein 170 in der Farbe Burgund. Das wird... Oh, gerade hat mich jemand abonniert. Vielen Dank fürs Abonnement. Wieder einer mehr. Ja, das ist die... Weiß ich nicht. Oh, Moment, ich habe es vergessen. Doch, das ist die Grundfarbe und das Bild
also für die Fuck the Cold Hat, die Grundfarbe für diesen Hut und das Bild soll dann in rosa. Es ist ein bisschen dunkler, als es da gerade rauskommt. Also auch Schachenmeier Merino Extra Fein 170 in der Farbe Teerose, Puderrosa. Also auf jeden Fall hat dieses Rosa einen Namen. Bei der Bestellung habe ich es gesehen, aber hier steht es immer nicht drauf. Hier sind immer nur die, oder? Das ist hier mal was anderes. Falsche Brille, kann nicht lesen. Ja. Okay. Keine Ahnung, finde ich nicht, sehe ich nicht. Naja, das ist jedenfalls Burgund, das weiß ich genau. Und ich denke, das ist Puderrosa. So, weiter geht's. Dann habe ich für einen Katzenhut zweimal Merino Extra Fein 85, auch in der Farbe Rosa. Ja, das ist das für den Katzenhut. Ich glaube, das hätte ich für den Trollhut auch bestellen sollen. Also zweimal. Weil mir fällt gerade auf, dass dieses Pink, das ist eher so ein Magenta. Das ist auch, ich denke mal, Merino. Merino Extra Fein 85 in so einem richtigen grellen Pink für den Trollhut, den eine andere Schülerin haben wollte, aber wohl nicht für sich selbst. So, dann habe ich ja schon angekündigt, Schachenmeier Bravo in Grau. Das wird also das Stirnband. Davon werde ich was übrig behalten. Aber es ist ja schön, das kann man ja für viele Sachen benutzen. Dann, ach ja, für den anderen Norweger Hut, das Rot, das habe ich ja jetzt irgendwo hingeworfen. Also ihr erinnert euch bitte an das Stirnband, was ich vorhin gezeigt habe. Das wird mit diesem Blau und diesem Weiß kombiniert und dann gibt es ein Team America irgendwas Hut. Auch aus Schachenmeier Bravo. Das ist die Farbe Air Force. Das habe ich mir gemerkt. Und das ist die Farbe Weiß. So, letztes Knäuel. Bravo Big für den Slush Head. Und da sieht man, auf der Bravo Big gibt es immer die Anleitung für diesen Schlauchschal, den man natürlich auch als richtigen Schal stricken kann. Anleitung auf der Innenseite. Ich hole mal raus. Nee, ich hole nicht raus. Hier wird auch die Hälfte circa übrig bleiben, aber Bravo Big benutze ich auch sehr gerne. So, und dann ist, wo kann ich denn das hier mal aufmachen? Wo ist denn hier mal Schere? Ach, hier ist meine große Schere. So, und wenn man dann mal reinguckt, dann hat man da eine Anleitung drin. Material, Grundmuster. So, Maschenprobe, alles dabei. In mehreren Sprachen sogar. So, und ich denke, dass das das Muster war in dem rosafarbenen Schal, den ich euch gezeigt habe. Okay, Brille wieder weg. Ja, das wollte ich euch nur mitteilen heute. Kurzes Video. Das war ja ein Ding, dass jetzt noch jemand gleich abonniert hat, während ich aufnehme. Und ja, ich denke, ich gehe dann mal ran und mache die ganzen rosafarbenen Sachen. Und dann melde ich mich irgendwann wieder, wenn die Sachen fertig sind. Bis dahin. Bleibt fleißig, lernt stricken und häkeln und tut die Dinge, die euch glücklich machen, sage ich ja immer wieder. Ich melde mich wieder, wenn ich was habe, sagte ich glaube ich gerade schon und bis dahin, tschüss.